Ich möchte sagen, dass für mich die Trompete das schönste Instrument ist. Darum habe ich sie auch gelernt. Mein Vater war in einer Dorfblaskapelle Trompeter. Und so ist die Liebe zur Blasmusik schon rechtzeitig in mir geweckt worden. Wir als Klarinettisten stellen gewissermaßen die ersten Geigen des Streichorchesters dar. Man muss das Schlagzeug auch innerhalb der Musik, also das ist auch ein Musikinstrument, das Schlagwerk, ja. Und ich schlage ja so, wie ich es fühle, wie es der eigentliche Komponist haben will, also aus, wenn ich auch ein Bläser wäre, dann würde ich es genauso blasen. Ich könnte ja nicht einfach blasen, also mache ich es auch bei meinem Becken, ich schlage die Becken gefühlsmäßig. Ja, man freut sich immer wieder, wenn das Programm, wenn man durch seine Musik den Soldaten zur Freude angeregt hat, damit er jetzt auch in seinem schweren Dienst Entspannung findet. Wer das zentrale Orchester kennt in seiner Struktur und in seinen musikalischen Leistungen, in seiner Arbeit an sich, ja, da wird also jeder Musiker, also ich möchte sagen, begeistert davon sein. Wir haben Fernsehaufnahmen, wir haben Rundfunkaufnahmen, wir nehmen Schallplatten auf, wir spielen in Dienststellen, wir marschieren auf der Straße, wir musizieren bei militärischen Zeremoniels. Also es ist wirklich hochinteressant, als Militärmusiker zu arbeiten. Wir hörten den Marsch F-Dur für Militärmusik Nummer 1 von Ludwig van Beethoven. Dieser uns heute als Yorkshire Marsch bekannte Titel wurde von unserem Orchester in Originalbesetzung, das heißt in der Besetzung der Militärmusik Anfang des 19. Jahrhunderts bei Eterna auf Platte eingespielt. Mit einfachen und meisterlichen Kompositionsmitteln hat Beethoven einen Marsch geschaffen, der uns noch heute, gerade im Hinblick auf die revolutionierende Rolle beethovenscher Musik, viel zu sagen hat. Zusammen. Kein Forte, kein Fortissimo. Zusammenspiel, Stimmung. Eins, zwei und. Ja, und Flöten.
Ja, wenn Sie jetzt noch den Schwung bekommen, vier Takte vor 13, drei Takte vor 13, dann wäre es gut. Dann wäre es gut. Wir nehmen es mal zusammen ab, Hugo. Ab Hugo mal zusammen. Bitte. Wir fangen nochmal Hugo an, bitte. Hugo war gut so. Hugo war gut so. Wir kamen ein bisschen ins Schleppen. Drei, vier Takte vor 13. Und die Hanna, bitte. Von Ludwig van Beethoven stammt der Ausspruch, die Musik muss Feuer aus dem Geiste des Mannes schlagen. Dieses Wort hat gerade bei uns seine volle Berechtigung, seine volle Gültigkeit. Es bedeutet für uns, dass wir mit unseren Mitteln einen immer wirksameren Beitrag leisten, um unseren Armeeangehörigen den Sinn des Soldatseins bewusst zu machen. Wenn wir die Truppe hinter uns marschieren heute haben, wenn nur vorne Melodiebläser sind und ohne Rhythmus, die Truppe, die kann einfach nicht marschieren. Es fehlt eben der große Rhythmus. Als nach 15 Kilometer Gepäckmarsch die Soldaten schon etwas müde wurden, haben wir uns mit dem Orchester vor die Kompanie gesetzt und haben die letzten 100 Meter mit Marschmusik die Soldaten in die Unterkunft geführt. Und da merkte man, wie die Soldaten frisch, wie am Beginn des Gepäckmarsches, die letzten 100 Meter, hunderte Meter marschierten. In unseren Programmen pflegen wir das Arbeiterlied, das entspricht unserer Tradition. Wir führen Werke von DDR-Komponisten auf und natürlich fehlen nie Kompositionen aus unseren Bruderländern. Orchester, Achtung! Genosse Oberst, das Zentralorchester ist bereit zur Probe. Es meldet Staatsoberst Lehmann. Dankeschön. Guten Tag, Genossen. Guten Tag, Genosse Oberst. Guten Tag, Genossen. Здравствуйте, товарищ майор. Здравствуйте. So, Genossen, wir begrüßen heute den Genossen Major Subarov, den Genossen Oberleutnant Umanetz und unseren Freund Gennady. Recht herzlich bei uns. Wir sind bei der Probe der Fantasie über Komsomolzenlieder von Braslavski. Trompet posant. Ta 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 nichts gut. Ta 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 Thank you.
Вот этот момент я и хотел сказать, чтобы они не растягивали, а маркато. Instrumente ansetzen, ohne Blasen, im Exerzierschritt, Marsch, 2, 3, 4 und die Schwenkung jetzt. Militärmusiker, der marschiert auf der Straße und hat dadurch einen wesentlich engeren Kontakt. Oder wir spielen zum Beispiel in Dienststellen, sind vorher mit den Soldaten zusammen, führen Gespräche. Ich persönlich mache sehr gerne Marschmusik. Sie demonstriert Kraft, Geschlossenheit und Disziplin. Gerade durch unsere Musik soll ja der Soldat auch mitbegreifen, was er verteidigt und warum er die Waffe in der Hand genommen hat. Wir haben Schwierigkeiten beim Beginn der Parade im Zusammenspiel mit der Fanfare. Ich möchte darum bitten, dass noch einmal alle Kommandeure die Musiker einweisen, dass sie noch mehr hinschauen, noch aufmerksamer sind. Das Rechtsum muss besser kommen, muss auch musikalisch besser kommen. Im Moment ist das noch so ein Herumwälzen, wir brauchen aber eine exakte Wendung.